I have a question. I dropped my gun, is it okay? I don't know where you are. I come to you now, is it okay? If you've dropped your weapon, yes, I will not shoot you. Somebody is shooting me. From where? From the smoke direction. Do you see me now? Okay, do you know what's the smoke from? Oh, I see you now, okay. Yeah, I'm behind you now. Alright. Is the smoke a crash site or what is it? Brennendes Haus. Someone blew up a vehicle. Ah, okay, thank you. Wo ist der Typ? Hinter mir. Beschreib die Gegend. Ja, in der Nähe der Gleise. Okay, I run away now. Don't shoot me, please. Also auf den darf ich schon mal nicht schießen. Das wäre schlecht für mein Karma. Warum? Ja, weil ich gesagt habe, dass ich nett bin. Wäre jetzt natürlich blöd, wenn das dieser sexy Typ ist. Okay, treffen wir uns? Ja. Wo? Ich bin direkt am brennenden Haus. Ja, da kann ich nicht hin. Warum? Weil aus der Richtung auf mich geschossen wurde. Echt? Ja. Da, wo dieser Riesenrauch herkommt? Ja, ich stehe direkt davor. Oder fast direkt davor. Ich verstecke mich gerade noch ein bisschen. Sieht das lukrativ aus? Ich weiß es nicht. Ich traue mich noch nicht hin. Na gut, dann gehe ich da mal lieber noch nicht hin. Ich würde schon gehen, aber ich habe halt jetzt eine Waffe gefunden, ne? Ja, dann ist ja umso besser, dann kannst du ja mit der Waffe dahin. Oh, 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 oh. Der meint's ernst und zielt schlecht. Auf dich? Nein. Es sind drei Leute. Oh Mann, ich habe Schmerzen. Ich wurde angeschossen. Soll ich auch zu dem Rauch kommen? Ach du Scheiße. Das war ich. Mit Erfolg? Ja. Was ist da los? Du hattest Erfolg? No scope. Ich nähere mich mal dem Rauch, ne? Jetzt hat aber was zurückgeschossen. Du musst aufpassen, nördlich am Berg ist ein Scharfschütze, ne? So. Ja, mir egal. Mir egal. Alter, wie weit ist denn das weg? Ich weiß nicht von wo. Läufst du da gerade? Auf der freien Wiese. Nein. Die Schüsse gelten dir. Dann laufe ich mal weiter in die Richtung. Komm, den krieg ich. Waren seine letzten Worte. Taxi is me. Der hat die Wand umgeschossen. Das ist Desync. Bist du down, ja? Ja. Aber der kam durch die geschlossene Wand. Ich kann jetzt nicht mehr hingucken. Kann man eine Wand umschießen? Ja, das ist... Mit einer MG? Ja, das ist Desync eigentlich, oder? Na, mit einer MG könnte es vielleicht sogar möglich sein. Also, das müsste die M240 gewesen sein. Ich sag doch, das waren deine letzten Worte. Den kriege ich. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Ich habe mich eigentlich hinter der Wand recht sicher gefühlt. Muss ich zugeben. Wieso? Ich frag mich nur gerade, wie der immer überall sein kann. Ja, das ist halt die andere Geschichte. Ich frag mich auch, wie er so schnell an so eine Waffe gekommen ist. Gut, das war doch deine. Glück sein. Ja, ja. Aber ist schon auffällig.
Es ist auffällig, dass er dich tötet und deine Waffe nimmt? Nein, es ist auffällig, dass er ständig überall präsent ist. Das ist in der Tat die einzige Auffälligkeit, ja. Spieler Sexy is Me verliert die Verbindung. Das ist auch auffällig. Badlai sagt nein. Ja, da lacht er wieder, ne? Ja, gut. 2 Kilometer? Niemals. Weißt du, jetzt laufe ich extra zu diesem verfickt nutzlosen... Warte mal kurz. Dann für die Fans. Jetzt laufe ich zu diesem verfickt nutzlosen Teil von Elektro, um zu Bluki zu kommen. Und dann lässt er sich einfach umbringen. Ist das nicht ungerecht? Ah, das ist ungerecht. Ich habe übrigens eine geile PDW, wo jedes meiner verdammten Objektive drauf passt. Cool. Ach, die hast du behalten? Was? Die Objektive. Ja. Objektiv? Nee. Das waren. Wie nennt man das jetzt? Scopes. Scopes, ja. Ich war schon wieder in der Fotografie. Aber ich kann von hier aus jetzt cool in die Feuerwache gucken. In welche? In die Stadtinterne, ja. Stadtinterne? Bei der Kirche? Ja. Da bin ich gerade drin. Wenn du in die oberen 2 Stockwerke gehst, könnte ich dich töten. Schall gedämpft. Aber mein Charakter hat Schmerzen. Ich benutze mal so ein Tüchlein. Das gibt's nicht. Ich habe keine Lust mehr auf Tschernamed. Was ist ohne passiert? Witz. 2. Stock Feuerwache. Waffe liegt am Boden. Du kniest dich ja da nicht einfach hin, wenn du aus 4 Himmelsrichtungen beschossen werden kannst. Also legst du dich hin. Aus dem Schritt heraus schmeißt er sich ja nach vorne hin. Mit dem Kopf glitsch ich in die Wand und mich katapultiert's komplett auf die andere Seite vom Turm. Loki, du kannst doch nicht dich in so einem engen Raum hinlegen. Das ist doch klar, dass du da stirbst. Wie komme ich nur darauf? Entschuldigung. Oh, ein Schalldämpfer für die Pistole auch noch. Oh, funktioniert nicht. Piece of Candy. Nein, aber ohne Witz. Also das sind doch diese Kinderkrankheiten, die es schon vor zigtausend Jahren in DayZ oder Arma gab. Drum sind es ja keine Kinderkrankheiten mehr, sondern Features. Entschuldigung, ich vergaß. Wen vergaßt du? Es, aber Vorsicht hier, dünnes Eis. Ah, ich bin gerade demotiviert, du musst mich jetzt aufheitern. Gute Frames, das Tor ist nicht mehr hochkant. Da hast du allerdings recht, die Frames sind wirklich ausnahmsweise mal gut. Also die sind bei diesem Arma 3 Overpoch-Scheiß immer gut irgendwie. Verstehe ich dann nicht, wieso bei altes Live-T-Frame so zum Kotzen sind. Ja gut, du musst so denken, bei altes Live ist halt auch sehr viel gescriptet, ne? Ja, aber trotzdem, das ist ja... Weil das hier sind Weltenunterschiede. Hier hast du jetzt ja nicht die Welt gescriptet. Du hast deine Loot-Spots. Jetzt laber mal nicht, jetzt komm mal nach Elektro hier. Was? Das gibt's nicht. Was? Ich bin durch den Boden geglitscht. Das ist... Jetzt komm doch bitte erstmal nach Elektro, bevor du stirbst. Ich bin Elektro. Du warst Elektro. Ich bin in Elektro. Ich bin am Hafen. Ich bin am Steg entlang gelaufen. Und bin dann durch den Boden gefallen. Dann warst du. Ach, jetzt bin ich... Jetzt bin ich aus der Wand geglitscht. Ich blute stark. Ich schwimme im Wasser. In der üblichen DayZ-Geschwindigkeit. Und der komplette Hafen ist zu betoniert. Ich kann da nirgends hoch. Ach, klasse.
Ich habe eine PDW für dich, wenn du es bis hierher überlebst. Ich Mir brauche fällt nichts ein. unbedingt was zum Bandagieren oder so. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich Streng rede dich noch. an, vermeide alles, was irgendwie nicht nach nach flacher Wiese ausschaut. Du lachst. Will doch eigentlich bloß spielen. Ja, Irgendwie. kannst ja auf der flachen Wiese. Mit Knieschoner. Und nur mit Aufpasser. Und Geh Luftpolsterfolie. nicht so tief in den Sandkasten. Jetzt findest du wieder nicht nach Hause. Aber du hast recht, Krankenhaus war noch niemand. In 2 Stunden, bevor die Straßenbeleuchtung angeht, hast du gefälligst zu Hause zu sein. 3. Ich zerschieße jetzt die Scheiben. Ich höre es eh nicht, ich bin 70.000 Kilometer weit weg. Ich hab's auch nicht für dich gemacht. Wir hätten Altis spielen müssen, das müssen wir einsehen. Wieso? Da sind wir meilenweit voneinander entfernt. In der Zeit, wo wir uns jetzt ja schon 18.000 Mal getötet hätten, hätten wir uns schon bestimmt einmal gefunden und hätten bestimmt auch schon ein Auto. Oh, danke Mama. Erste-Hilfe-Kasten. Bitte gerne. Was willst du mit dem Auto? Hier hast du ständigen Sterbespaß und du lernst einfach vorsichtig zu werden. Nein, ich komme ja gar nicht zum vorsichtig werden. Doch, der Map gegenüber wirst du sehr vorsichtig. Du läufst irgendwann nur noch auf flacher, gerader Wiese. So, wenn ich jetzt nicht in der Nähe von Elektro spawne, ne, dann werde ich mich ganz gemütlich Richtung Bett begeben. Okay. Ja, ich weiß. Dann suche ich mir schon mal ein sicheres Plätzchen. Flache Wiese. Ach, ich bin da nicht so kleinkariert. 7,2 Kilometer. Gute Nacht, Leute. Wirsching.